Funktioniert ja klasse. Aber es geht. Genau, Es geht, ist ja toll. Das geht schon. Mal, das funktioniert. Mal gucken, ob ich das jetzt auch aufzeichnen kann. Künstler fragen Künstler. Caroline Ja. Weiß, Künstlerin aus München, ist nun am Telefon an der anderen, am anderen Ende der Strippe und wir können das nicht wirklich aufzeichnen. Da haben wir gerade ein kleines technisches Problem, aber das macht nichts. Trotzdem haben wir ja die 7 Fragen. Caroline, welcher Gedanke ging heute Morgen dir als erster durch den Kopf, nachdem du einigermaßen aus dem Bett gesprungen bist? Ja, der erste Gedanke ist, oh, es ist eine Ausnahmezeit. Es ist nicht, ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen, wo ich will. Und auch für Inspiration, für alles, was ja wichtig ist, auch für einen Künstler, Austausch, andere Kollegen treffen. Also das geht einfach momentan nicht. Und das ist irgendwie, das hat so was wie, als ob man ein dickes Halsband um den Hals hat. Man kann nicht richtig, man muss sich gleich wieder zurücknehmen und sagen, hallo, es geht einfach nicht. Und das hat so was, als ob man ein bisschen einen Stein um den Hals hat. Das Gefühl habe ich, kriege ich momentan, ja, das haben wir ja alle irgendwie. Also das ist schon nicht schön. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Es hat ja zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass ich es, weil wir alle nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Also dieses Gefühl, was kommt, wenn sich das langsam wieder beruhigt, wenn, wie lange dauert es noch? Das ist das eine, was Ängste macht in alle Bereiche hinein, die wir ja kennen, auch die Künstler. Und das zweite ist, dass es auch eine positive Seite hat, dass man nämlich komplett runterfährt, komplett zu sich wiederkommt, auch aus diesen Hamsterrädern mit diesem Druck, der ja auch bei Freischaffenden jeden Tag sehr, sehr stark ist, der ist jetzt mal ein bisschen rausgenommen. Dieses super Ventil, immer, 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 immer dran, dran, dran. Man fährt runter, man kommt zu sich und kommt dadurch auch wieder, was ich toll finde, in richtig kreative Geschichten rein, die jetzt wieder ein bisschen sprudeln dürfen oder auch, die man auch hineinkommt und das ist ein schönes Gefühl auch. Durch die Situation, ganz komisch, aber man kommt plötzlich, man fährt runter und entschleunigt. Auch im kreativen Bereich. Toll, irgendwo hoch. Und woran arbeitest du gerade? Ich bin gerade beim Zeichnen. Ich habe meine Zeichenecke wieder aktiviert. Naturalistisches wie aber auch leicht Surreales. Und da ist jetzt seit März, Ende Februar, seit März, das hat sich überschritten mit Corona, entsteht da eine Riesenserie mit Kugelschreiber. Und da bin ich gerade, ich habe hier so eins in der Nähe, ich zeige mal, in der Art arbeite ich gerade. Da bin ich gerade dran und da entstehen viele, viele Arbeiten. Mother Nature heißen diese Sachen. Und da, die sind eigentlich dadurch, dass ich jeden Tag dann auch hier, ich nutze gerade das Wohnzimmer zum Zeichnen, das Atelier ist ein Hauch weit weg, da sind meine ganzen großen Acrylgeschichten und Farbe und hier kann ich am Tisch zeichnen und das dadurch, dass ich dann ans Wohnzimmer gefesselt war, ein bisschen auf dem Sofa, haben sich eine unglaubliche Serie entwickelt, die auch noch weitergehen wird. Damit hast du ja schon fast die nächste Frage beantwortet, nämlich die lautet, hat sich dein künstlerisches Arbeiten verändert? Ja, hat sich's. Ja, es wird sehr, sehr direkt und sehr, es ist sehr stark jetzt, ich spüre da so neue Geschichten, die da auch verarbeitet werden wollen natürlich. Und ich gebe auch zu, sie sind jetzt, haben so eine leichte Traurigkeit schon und die werden auch sehr konkret. Das spüre ich ganz stark, wenn ich arbeite. Die sind sehr dicht bei mir, die Sachen, die da entstehen. Und was bedeutet für dich zu Hause arbeiten und nicht an deinem Atelierplatz zum Beispiel? Den werde ich jetzt auch wieder mehr aktivieren. Das Zuhausearbeiten, ja, man ist ganz schnell mal zwischen Kaffee machen, Essen und andere Dinge, die gemacht werden müssen, kann man mal ganz schnell wieder
arbeiten. Das ist schon eine schöne Sache. Aber auch das Atelier wartet jetzt mit dem, wo die Arbeiten alle stehen mit Farbe. Das ist, ja, beides ist gut, beides ist, er will aber auch wieder auch jetzt, da muss ich jetzt wieder ran. Das ist ganz wichtig, dass man nicht zu so sehr zu Hause dann klebt. Ist nicht gut. Und was fehlt dir besonders? Was fehlt mir? Ja, der Austausch mit meiner kleinen Künstlergruppe. Wir haben uns immer mal im Monat ein bis zweimal getroffen und ausgetauscht. Das ist sehr wichtig. Das gibt ja auch Motivation, all die Sachen. Jetzt ist es auf WhatsApp beschränkt oder auch Telefonanrufe natürlich, aber das kann das Ganze nicht. Ich sag's mal so, das ersetzt das Ganze nicht. Natürlich auch Inspirationsgeschichten, einfach mal nach München rein eine Ausstellung anschauen oder jetzt ist es gerade der Wald und auch die Natur, die natürlich, die mir wahnsinnig viel Inspiration gibt. Ich bin noch ein Naturmensch, ich liebe das, aber irgendwo fehlen einem natürlich, dass man sagt, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee oder die Geschichten, die fehlen. Jetzt im Augenblick furchtbar. Man ist ja auch als Künstler ein sehr sinnlicher Mensch und dann ist man beschränkt auf den Instant-Kaffee in der Küche und den schlürft man dann mit sich selber und das ist nicht so ganz so toll. Ja, leider. Was wird sich verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Das wird mich verändert haben. Ich glaube, Ja, oder was wird sich verändert dass man haben? da, So, ja. Ja, das Wesentliche, dass man auch als in seiner Arbeit auch wirklich auf die Essenzen geht, auf das Wesentliche und alles andere wegtut, was vielleicht auch was nicht mehr so wichtig ist. Also nur noch die ganz wichtigen Sachen und auch in allen Bereichen, glaube ich. Das ist das und sehr bewusst, immer noch bewusster leben und noch mehr in der Sekunde und im Augenblick sein. Das nehme ich, glaube ich, auch mit aus dieser Zeit. Ja, herzlichen Dank. Das war Caroline Weiß aus München, Gerne. Künstlerin. Und ja, wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Wie es weitergeht. Genau. Caroline, ich habe das versucht, nochmal mit einem anderen Handy gleichzeitig aufzuzeichnen, so von der Mattscheibe ab. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und herzlichen Dank dafür. Ich Das wünsche dir ein klingt schönes gut. Okay. Wochenende und bleib gesund. Ja. Danke wünsche ich dir auch. Genau. Vielen Danke, bis Dank. dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.